Glück auf und willkommen zu einem neuen Vlog-Video. Dieses Video ist so eine Art, ja, ich sag mal so ein Weihnachts-Special. Hier möchte ich einfach nur erzählen, was es so Neues im Projekt gibt, was ich so mache, was ich gemacht habe und was vielleicht noch kommen wird. Etwas ganz Neues gibt es zu berichten, und zwar hat mein Ohrenkino einen kleinen Zuwachs bekommen. Wir haben einen neuen Cutter, das ist der Erik Lai. Und der hat sich bereit erklärt, mal testweise ein Creepy Tale zu machen. Und so wie ich mitbekommen habe, ist er auch schon ganz eifrig dabei. Es ist leider noch nicht fertig, deswegen kann ich das jetzt noch nicht präsentieren. Aber es wird zeitnah fertiggestellt. Und was ich ziemlich cool fand, er hat für dieses Creepy Tale wirklich selber die Geräusche aufgenommen und war da wirklich ziemlich enthusiastisch. Und das hat mir wirklich sehr gut gefallen und ich freue mich schon wirklich auf das Ergebnis. Beim Motorum Kibus läuft es nicht ganz so genial. Es läuft zwar auch nicht schlecht, aber da hat sich auch was geändert, was für mich ein bisschen ärgerlich war, aber verständlich. Und zwar musste ich jetzt zum zweiten Mal die Rolle des Soldaten Jan neu besetzen. Der Christopher Kussin, der ihn vorher gesprochen hat, war ja schon der Ersatz für Jan Langer. Und Jan Langer hat damals nicht mehr mitgesprochen, weil der einfach beruflich so eingeschränkt war, dass er sagte, dass er für diese freie Community einfach keine Zeit mehr hat. Beruf geht natürlich vor. Und das gleiche Problem hatte jetzt leider auch der Christopher. Der hat leider keine Zeit mehr gefunden, bei diesem Projekt mitzumachen. Und deswegen musste ich auch diese Rolle neu besetzen. Ich glaube aber nicht, dass ich dieses Jahr noch fertig werde, zumal ich diese Produktion auch auf gar keinen Fall jetzt überhasten möchte. Ich weiß, ich bin schon mit Motorum Kibus Episode 4, ich glaube, 1,5 Jahre zu spät, aber ich verspreche euch, das Warten lohnt sich auf jeden Fall. Dann habe ich natürlich auch wieder einige Rezensionen geschrieben. Mittlerweile erreichen mich da wirklich sehr oft Anfragen, worüber ich mich unheimlich freue. Und die möchten mal, dass ich ihr Hörspiel bespreche. Das letzte, was ich jetzt besprochen habe, war, glaube ich, lass mal kurz überlegen, das ist, glaube ich, Leo und die Abenteuermaschine. Findet ihr alles auf meinem Blog. Den Link findet ihr natürlich unten in der Videobeschreibung. Aktuell sitze ich noch an einer Rezension von einem Wikinger-Hörspiel. Wenn ihr meinen Blog verfolgt, habt ihr die Rezension dazu vielleicht auch schon gelesen. Es ist ein Nachfolger von Aigils Großer Fang. Aigils Großer Fang ist ein, ja, eher ein historisches Hörspiel, spielt so um die Wikingerzeit. Und das ist jetzt der zweite Teil, der heißt Gerechtigkeit, auch wieder von Juliane Wolf geschrieben und von Wolfs Ohr Production umgesetzt. Und das höre ich mir gerade an und schreibe gerade noch die Rezension dazu. Das heißt, das wird meine nächste Rezension sein, die ich auf meinem Blog veröffentliche. Schaut also mal vorbei, es lohnt sich auf jeden Fall. Dieser Vlog soll ja das Weihnachtsspecial sein, und damit wir so ein bisschen Weihnachten in das Ganze reinkriegen, nehme ich euch jetzt mal ganz kurz mit, weil heute steht Kekse backen auf dem Programm. Im Schatten. Ich glaube, die musst du schon einstechen, runter. Ja. Mal ausprobieren. Ich brauche die Kassette. Kann man noch stärker machen, ne? Ja. Ja, so ist besser. Jetzt erkennt man es. Erkennt man den? Nein. Ein Profi erkennt den bestimmt. Ja. Oh, jetzt hier ist es same. Mal mit viel Fantasie erkennt man den doch. So, das ist unsere kleine Ausbeute von dem heutigen Backen. Ist doch immer weniger, als man denkt. Naja, wir haben auf jeden Fall einige Förmchen benutzt. Und die werden wir uns auch bei Zeiten mal reinpfeifen. Wenn ihr Bock drauf habt, kann ich euch eine ganz kleine Sneak Preview von Motorum Kibus Episode 4 geben. Hinter mir seht ihr ja schon den Schnittplatz, und ich arbeite, wie gesagt, gerade an den ersten drei Kapiteln, und da kann ich euch vielleicht so ein paar Kleinigkeiten zeigen. Das ist quasi das Kapitel 1, das Intro für Motorum Kibus Episode 4. Und
Ja, das, wenn ihr wollt, kann ich das einfach mal abspielen. Entschuldigung, ich soll mich bei Ihnen melden. Okay, und mit wem habe ich das Vergnügen? Ich gehöre zum Ärztestab, dem Virologenteam. Ich bin Laura. Wer? Laura. Mein Name ist Laura. Und wie heißen Sie? Ich bin Oberleut... Ich meine, ich bin Jan. Okay, Jan. Schön, Sie kennenzulernen. Ich bin doch richtig bei Ihnen, oder? Das ist korrekt. Ich koordiniere den Transport in die medizinische Einrichtung. Auf meiner Liste sind Sie die letzte fehlende Ärztin. Oh, das tut mir leid. Aber ich kenne mich noch nicht so gut aus. Ich bin erst gestern Abend hier im Schutzdorf angekommen. So meinte ich das natürlich nicht. Sind Sie denn startklar? Aber klar, meinetwegen kann's losgehen. Abfahrt ist in 5 Minuten. Sie können so lange... Was ist los? Da stimmt was nicht. Bitte bleiben Sie hier. Ich sehe mal nach. Sie sind durchgebrochen. Sie sind durchgebrochen. Was? Wo sind Sie durchgebrochen? Am Südeingang. Der Zaun ist zerstört. Machen Sie sofort in der Kommandozentrale Meldung und schlagen Alarm. Wir brauchen Verstärkung. Laufen Sie! Jetzt! Jawohl. Was passiert hier? Was sollen wir jetzt machen? Wir müssen das Dorf sichern. Die Untoten haben den Zaun eingerissen und greifen an. Es scheinen sehr viele zu sein. Was ist mit dem Ärztestab? In der Kommandozentrale können wir sie besser beschützen. Wir holen den Stab und ziehen uns dann in die Zentrale zurück. Sie folgen mir und bleiben mir immer an meiner Seite. Haben Sie das verstanden? Okay. Der Transporter steht da hinten. Dann los! So, erstmal so viel dazu. Wie gesagt, das war mal nur eine ganz kurze Preview. Was da noch weiterkommt, will ich nicht verraten, sonst verderbe ich euch ja einfach nur den Spaß. Ich kann euch aber auch mal zeigen, was ich so bisher gemacht habe oder wie ich das mache. Also ihr seht hier, natürlich hier sind meine Sprecher und die passenden Geräusche immer zu den Sprechern. Hier unten habt ihr Atmosphäre, so Naturgeräusche, Vögel und wenn so Leute im Hintergrund hin und her laufen. Dann hier unten habe ich die Geräusche. Ja, da könnt ihr sehen, so ein bisschen passiert da schon was. Dann noch Untote, da habe ich mir eine neue Library zugekauft, weil ich die Sounds alle nicht selber machen kann, habe ich mir mal den Spaß gegönnt. Also das hier sind alles so Sounds, die ich mir gekauft habe. Übrigens zu dem Thema Sound Library möchte ich auch noch ein Video machen, dass ich euch so ein paar Sound Libraries vorstelle, mit denen ich so arbeite. Das könnte vielleicht auch ganz interessant sein, weil ich auch ein paar vorstelle, die nicht ganz so teuer sind und sogar welche, die kostenlos sind. Also auf jeden Fall abonniert mal meinen Kanal, sicherheitshalber, dann bekommt ihr das auf jeden Fall mit, wenn ich dieses Video online stelle. Das hier ist so quasi das Intro, dann kommt hier das Morturum Kibu Theme und hier geht dann der andere Teil weiter. Und ihr seht, hier muss ich noch so ein bisschen dran rumstricken, da bin ich noch nicht ganz fertig. Die Kapitel bearbeite, ich mache die nicht immer komplett fertig. Manchmal ist es so, mir fehlt vielleicht noch irgendwie ein Sound oder sonst was. Und dann fange ich einfach mit dem nächsten Kapitel an, wo ich einfach mehr zusammen habe und arbeite dann weiter. Und dann kann es halt schon mal sein, dass so wie hier Sachen noch nicht ganz fertig sind. Und dann mache ich das Finishing eben ganz zum Schluss. Wenn ich alles habe, dann mache ich auch sofort Kapitel für Kapitel fertig, dass ich auch wirklich das Mastering mache, das exportiere. Und das mache ich dann mit allen Kapiteln. So. Aber so viel dazu. Hörspielproduktion, Dialogschnitt und Vertonung. Heute steht ja noch was anderes auf dem Programm. Der dritte Advent steht kurz bevor und heute steht deswegen ein Weihnachtsbaumkauf an. Wir sind hier draußen in Ostkirchen, mitten in so einem schönen Tannenwald und da suchen wir uns jetzt mal eine Tanne raus, die wir zu Hause dann schön beschmücken können. Und ob wir die richtige finden, das zeigen wir euch jetzt. Ich nehme euch einfach ein Stück mit. Jetzt wieder was los. Die sind zu groß, ja. Die dürfen nicht größer als ich sein. Nicht größer als du sein, also so 1,20. Ja, das wäre gut. So, das hier könnte auch schon sein. Mal gucken. 3, 2, 1, Ruhe. Los geht's. Ah,
das war es schon. So, das wäre es schon. Wunderbar. So, die richtige Größe. Maike kommt noch oben dran, damit sie den Stern drauf tun kann. Alles klar. Ja, den nehmen wir mit. Wunderbar. So, liebe Leute, und jetzt wird der Baum hübsch gemacht. Das war's auch schon wieder mit diesem Weihnachtsvideo. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn es euch gefallen hat, lasst einfach ein Like da und vergesst nicht, meinen Kanal zu abonnieren. Dann bleibt mir noch zu sagen, habt eine schöne Weihnacht, bleibt gesund, hört Hörspiele, habt Spaß und wir sehen uns im nächsten Video. Bis dann, ciao.